guten Morgen. Ich will jetzt endlich wieder Vlogs machen. Es ist Montag und 8 Uhr. Ich dachte, da wäre was rot. Und ich fahre jetzt gleich zur neuen Mitarbeiterin für meinen Job abholen. Und bin sehr gespannt, ob die wirklich so ausschauen wie auf Etsy eBay Kleinanzeigen. Weil, wenn die so aussehen, für den Preis ist das ein grandioser Schnapper und ich freue mich riesig darüber. Ich habe zwar schon drei Schaufensterpuppen, aber die haben mich halt vom Sperrgut, also schon vom Sperrmüll. Und die haben halt zum Teil keine Hände oder sind schon sehr, sehr mitgenommen und auch schon relativ alt und haben halt keine Füße, also keinen Ständer, keinen Standfuß. Und die beiden, die ich jetzt abholen will, die haben sehr hübsche Gesichter, sind da auch ein bisschen, haben ein paar Macken und sowas, aber halt wirklich minimal, also was die Fotos gesagt haben. Und haben halt einen Standfuß und ja, ich hoffe, dass sie wirklich so ausschauen. Und habe jetzt eine halbe Stunde ungefähr, dann in der Zeit mache ich mir das so zum Frühstück und dann fahre ich mit meiner Mama zusammen los, weil ganz alleine möchte ich ja doch nicht fahren. Und ja, das ist so der erste Programmpunkt für diesen Tag, für diese Woche und für diesen Monat. So, da haben wir die Schöne. Hallo, hallo. Die fange ich jetzt ein. Morgen, es ist Dienstag. Gestern Abend ging es mir nicht so gut. Ich hatte wahrscheinlich einen leichten Hitzschlag. Es war nämlich sehr heiß und ich war eventuell ein bisschen auf meinem Balkon, mich zu bräunen. Und dann abends, als ich gestreamt habe, war ich ein bisschen düdelig drauf. Hab's aber überlebt und habe noch bis 21 Uhr durchgestreamt, also noch ein bisschen länger. Hab die beiden Schaufensterpuppen aufgestellt, die zeige ich euch auf jeden Fall auch noch. Und ich mache auf jeden Fall auch die Tage jetzt eine Roomtour für mein zweites Arbeitszimmer. Jetzt gerade bin ich am Frühstücken und bearbeite gerade noch ein paar Fotos von letzten Mittwoch. Ja, vom letzten Mittwoch. Und ja, dann mal gucken. Ich habe eine To-Do-Liste gestern geschrieben, die ich für die ganze Woche habe. Und mal schauen, ob ich das alles hinkriege, was auf der To-Do-Liste steht. So, wir haben Dienstag und es ist 17.40 Uhr ungefähr. Da ist ein Fussel. Genau, und ich habe jetzt gerade nicht so, also ich habe heute noch nicht so viel geschafft, weil mir das Wetter doch sehr zu schaffen macht. Also gestern und heute war es super heiß oder ist es sehr, sehr heiß. Es ist, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres bis jetzt soll heute sein. Und ich bin in meinem Arbeitszimmer hier. In dem Zimmer ist es noch relativ kühl. Ich habe jetzt gerade nur für das Video kurz das Licht hier angemacht, aber ich glaube, das ist auch fast zu viel. Aber ich wollte euch mal kurz meine Schaufensterpuppen zeigen, wie ich die jetzt gestern im Stream angezogen habe. Das hier ist einmal Ines und Ines hat einmal das Click-Me-Set an mit schönen Schuhen dazu. Und die Schaufensterpuppen sind einfach so hübsch. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, ich finde die so toll. Und die zweite ist Victoria und ist ein bisschen überlichtet, so ist besser. Da habe ich die schwarze Perücke angezogen und dann ein normales T-Shirt mit Luni Lea, noch mit dem alten Design in der Seite, nicht in der Mitte. Ein Choker, eine Tasche und eine Jogginghose hat sie an, ganz lässig. Und noch keine Schuhe, da muss ich mal schauen, ob ich da noch Schuhe verpasse. Aber ich denke schon, dass ich noch irgendwo Schuhe rumstehen habe, die ich nicht so oft anziehe, dass ich die hierfür entbehren kann. Dann sieht es halt nochmal ein bisschen hübscher aus. Und jetzt habe ich halt so eine gute Stunde jetzt zugeschnitten für Hemden, für Girly-Hemden, also für die Bauchfreien. Dass ich davon auch ein paar Fotos machen kann mit dem, beim nächsten Model-Shooting. Und ja, in 20 Minuten ist jetzt ja Twitch angesagt, so wie jeden Dienstagabend. Und ja, ich mache da jetzt mal ganz ruhig. Ich hoffe, dass im anderen Zimmer es nicht ganz so heiß aufgehitzt ist. Hab da jetzt alles verdunkelt und hoffe, dass es halt dann gleich geht, wenn ich nur sitze und ein bisschen spiele.
und halt viel Wasser trinke. Aber ich weiß auch nicht, warum mir das Wetter so zu schaffen macht. Sonst habe ich immer kein Problem mit Hitze gehabt. Und ich mag das eigentlich super gerne, so wenn es so warm ist. Aber gestern und heute ging es mir echt nicht gut. ja, komisch, komisch. Aber ja, ein bisschen zuschneiden kann ich jetzt noch. Dann wird ein bisschen gezockt und dann schneide ich vielleicht noch ein bisschen zu. Vielleicht wird es ja dann schon wieder ein bisschen kälter. Das wäre natürlich nice. Meine To-Do-Liste für die Woche habe ich jetzt angefangen, ein bisschen abzuarbeiten. Habe hier überall aufgeräumt und Staub gesaugt. Wollte eigentlich noch wischen, aber dafür war es dann auch zu warm. Und ich kann auch nicht mehr ins Schlafzimmer gehen, weil mein Schlafzimmer ist halt unterm Dach und da ist es halt gar nicht zum Aushalten. Da muss ich ja wirklich warten, bis es abgekühlt ist. Und ich Fenster aufmachen kann, dann sauge ich da gleich auch einmal durch und wische dann heute Abend vielleicht hier einmal durch und oben. Also heute Nacht. ja. Gibt halt nicht viel zu erzählen, weil ich viel rumlag, viel geschlafen habe, ein bisschen Fotos bearbeitet habe, ein bisschen Video bearbeitet habe. Aber sonst wirklich nicht viel gemacht habe. Der Stream ist durch. Ich glaube, ihr seid ein bisschen schmierig. Jetzt ist es vielleicht besser. Also der Twitch-Stream. Jetzt mache ich mir noch ein Abendbrot. Und dann werde ich vielleicht noch ein bisschen streamen auf YouNow, weil ich hier noch das Hemd weiter zuschneiden möchte, was ich gerade eben vor dem Stream angefangen hatte. Und ja, ich will das wenigstens, also ich will 4 Hemden zuschneiden. Das will ich wenigstens noch machen und dann schlafen gehen. Ich glaube, das ist noch der Plan jetzt für den restlichen Dienstag. Es ist auch gut abgekühlt, also hier unten ist es auch gerade richtig kalt. Und mir geht es auf jeden Fall sehr viel besser als heute Mittag. Yes. Oh, ich habe jetzt gerade gefrühstückt, es ist Mittwoch und meine Mama hat einen neuen Stuhl für draußen geholt, beziehungsweise 2, glaube ich. Und die baue ich jetzt auf. Und bin mal gespannt, ob ich den kriege. Aber ich freue mich drauf. Ich mag sowas zusammenzubauen, zu basteln. Und ja, ich hoffe, dass der Dicke mir ein bisschen hilft. Ja? Hilfst du mir? Es ist jetzt schon spät. Viertel nach 2. Nein, was? Es ist Viertel vor 3. Ja, ich habe Mittag gegessen und den ganzen Vormittag vormittagessen. Die Stühle aufgebaut und den Tisch. Der Tisch ist fertig und der erste Stuhl ist fertig. Bei dem Stuhl da fehlt leider was. Und zwar so Gummidingels, Nüppelchen. Deswegen kann ich die nicht fertig bauen. Und ja, sonst habe ich noch nichts gemacht. Aber jetzt gerade war die Post da und mein Stoff ist da und ich kann jetzt weiter arbeiten. Also ich hätte auch vorher schon arbeiten können. Aber ich kann jetzt Sachen machen, auf die ich vielleicht ein bisschen mehr Bock habe. Mal gucken. Das heißt, ich gehe jetzt nach oben, stream ein bisschen und dann schneide ich ein paar die Hemden fertig zu von gestern noch und dann die T-Shirts. Eine Jogginghose wurde heute bestellt. Das ist indirekt über meinen Bruder. Der möchte eben, also ein Freund von meinem Bruder möchte eine haben. Die kann ich schon mal vorbereiten, aber da warte ich vielleicht noch auf das letzte Go, so dass sie wirklich bestellt wird, so. Und ja, klatsche vielleicht ein bisschen Wimperntusch und einen Eyelinerstrich ins Gesicht, weil ich heute Abend auch zum Tanzen gehen möchte und damit ich da einigermaßen fresh ausschaue. Gerade helfe ich meiner Mama ein Regal aufzubauen, was sie sich geholt hat. Natürlich sind schon 2 Regalbretter kaputt, was ganz, ganz toll ist. Aber das ist relativ simpel, einfach Schrauben reindrehen. Oh Gott, oh Gott.
Schrank ausgeräumt. Da ist sie drin, da ist sie drin, da ist sie drin, da ist sie drin. Da ist sie drin. Oh. Die Tür zu. Wo denn? Hier drin. Aber ist sie tot? Die Maus war leer, ich bin mir nicht so sicher, ich habe so viele Mäuse schon gesehen, es war deutlich größer als eine Maus. Hallo, ich sitze jetzt nochmal in der Küche hier, ich habe jetzt nur noch ein BH an, weil ich gerade gemalt habe und die Flasche meinte so aufzugehen, dass überall über meinem T-Shirt braune Farbe ist. Das habe ich jetzt gerade einweichen lassen oder lasse ich jetzt gerade einweichen, habe aber jetzt das Bild fertig gemalt und will das glaube ich hier im Chat, also hier im Video noch nicht zeigen, weil das ein Geschenk für meinen Bruder ist. Der hat nämlich in 10 Tagen Geburtstag und genau, damit er ein bisschen noch überrascht ist, falls er das Video hier vorher sehen sollte. Und genau, das Geschenk ist aber jetzt immer noch nicht fertig, da fehlt noch ein bisschen was dazu. Das werde ich wahrscheinlich auch die Tage machen im Stream, das, also viele von euch gucken ja auch meine Streams, deswegen kennt ihr das zum größten Teil schon. Ja, und es ist jetzt 20 Uhr, ja, 8:30 und ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt nochmal streamen soll, ob ich ein bisschen nähen soll noch, weiter an den Hemden oder ob ich mich einfach mit der dicken Katze, die da unten auf dem Boden liegt, ein bisschen vor den Fernseher flätzen soll. Bin auch ein bisschen unentschlossen, aber es ist jetzt nicht so viel Spannendes heute passiert. Ich habe ein bisschen genäht und dabei auch gestreamt, dann haben wir eine Ratte bei uns im Keller gefunden, die ich vor ein paar Tagen schon gehört, also vorgestern glaube ich schon gehört hatte. Und seitdem war sie dann irgendwie verschwunden und jetzt haben wir sie im gelben Sack wieder gefunden und sie rausgebracht. Beziehungsweise meine Schwester, aber man hat sie leider nicht auf dem Video gesehen. Habe leider schlecht gefilmt. Ja, und meine Schwester war halt da und mein Papa und meine Mama. Und wir haben halt eben ein bisschen so Gesellschaftsspiele gespielt, so klassischer Samstag. Recht unspektakulär. Jo. Und was ich noch vergessen habe, doch gar nicht so unspektakulär. Früh habe ich noch diesen Stuhl da fertig gebaut. Tada! Das ist nämlich der zweite von den Klappstühlen. Das habe ich auch im Stream gemacht und die sind doch richtig fancy. Die kommen natürlich noch raus in den Garten, oder der kommt noch raus in den Garten, aber weil es halt heute geregnet hat, ist er jetzt noch hier stehen geblieben. Und die dicke Katze hat es eben ganz toll gefunden, sich da drauf zu legen. Deswegen haben wir den hier stehen lassen. Nochmal heute wahrscheinlich früher am Morgen rausgestellt. Sonntag, Nachmittag, Abend Richtung. Ich mache mir jetzt gerade mein Essen für heute und zwar Tortellini und habe heute fast 2 Hemden fertig gemacht. Die werde ich aber heute noch fertig machen. Das ist auf jeden Fall heute noch ein Muss, dass die beiden fertig werden. Weil das eine ist fertig bis auf Knöpfe und Knopflöcher demzufolge halt auch. Und das andere, da muss der Kragen noch dran genäht werden, der aber auch schon fertig ist, der Kragen. Und unten einmal umgenäht und dann auch Knöpfe. Deswegen, das mache ich dann gleich noch. Das ist nochmal so 1 Stunde Arbeit vielleicht. Vielleicht auch weniger als 1 Stunde, das wäre toll. Und dann mache ich heute ein paar T-Shirts. Zumindest zuschneiden, vielleicht auch schon anfangen, welche zu nähen oder zu bedrucken. Aber auf jeden Fall zuschneiden. Und ja, sonst ist heute eigentlich nichts Spannendes passiert. Ich habe halt gestreamt und die Hemden genäht. Ja.
laufen Leute draußen rum. Und ich freue mich jetzt sehr auf mein Essen und dann gleich weiterzumachen.